So. Jetzt Licht. Spür mal deine Sitzbeinhöcker. Und dann drehe ich mich zur Seite. Du kannst meinen Blick gern zu mir bleiben. Schau einfach, dass du mich gut siehst. Stell die Füße auf. Und jetzt kipp einmal dein Becken. Roll auf dein Steißbein. Zieh dein Knie nach innen. Dein Kinn zur Brust. Richte dich wieder auf und setz dich ganz gerade über deine Sitzbeine. Kipp dein Becken. Und richte dich wieder auf. Wenn es geht, löse die Arme. Roll so weit zurück, bis der kleine Finger hinter dem Knie ist und richte dich wieder auf. Kipp dabei immer wieder dein Becken, richte es über den Sitzbeinhöckern auf. Und wenn du zurück ist, roll es ein. Wenn du möchtest, heb die Arme, spür es ziehen. Rollst, heb dein rechtes Bein und komm tief, setz wieder ab, richte dich auf, wechsle die Seite. Zum Boden, stütz dich ab, schau, dass deine Schulter nach oben zur Decke schaut. Dreh jetzt mal deine Zehenspitze, sodass dein Bein wieder nach außen rotiert. Heb dein Bein ein wenig ab und heb wieder tief. Hoch und tief. Richte dich wieder auf. Zehenspitze schaut zu mir. Und du machst dich lang. Spür es ziehen. Schau mal, dass du hier eine Linie bist. Auch wenn es hier zieht, alles okay. Und jetzt bring Bewegung. Kipp zur Seite, heb dein Bein und richte dich wieder aus. Wenn du zur Seite kippst, drehst du die Hüfte nach außen. Es geht nicht, dass du das Bein hochhebst, sondern nur leicht vom Boden löst. Spür das in der Hüfte hier. Und dann komm nach oben. Bleib hier. Setz dich jetzt zurück und krabbel mit den Händen so weit nach vorne, dass dein knieendes Knie genau unter der Hüfte ist, die Handgelenke unter der Schulter. Zieh dein Steißbein nach innen und versuch jetzt mal, dein Bein abzuheben, anzuwinkeln. Bring Knie an Knie, heb das Bein wieder, streck es und stell es wieder am Boden ab. Lass dir Zeit, noch einmal heben, beugen, ran, gebeugt heben, strecken, am Boden absetzen. Kontrolliere nochmal deine Position, noch zwei Wiederholungen.
beugen, ran, heben, strecken, absetzen. Nochmal, heben, beugen, ran, heben, strecken, absetzen. Drehe die Zehenspitze wieder zu mir, versuche mal die Fußaußenkante aufzustellen, schieb dich weit zurück, lass das Bein gestreckt und komm mit den Schultern über deine Fingerspitzen, vor und zurück. Du kannst gern die Zehenspitze vom Knienbein aufstellen. Wenn es unangenehm ist, mach den Fuß lang. Und jetzt dein Bein zurück. Mach beide Zehen lang, schieb dich zurück. Wenn du möchtest, nimm deine Hände zu den Füßen, leg die Stirn ab und atme durch. Stand. Wechsle mal die Seite, richte dich auf. Jetzt stütze mal mit der rechten Hand, dreh dein Bein nach außen, heb das Bein hoch und tief. Einfach mal hier ein bisschen ein Gefühl zu bekommen. Wichtiger ist, dass das Becken vorn bleibt, nicht dass wir zurückgehen und das Bein extrem hochheben. Hoch und setz ab. Jetzt die Zehenspitze zu mir, richte dich auf. Mach dich lang, auch wenn es zieht, streck dein Bein. Schau, dass du über dein Knie in das Bein kommst. Jede Seite ist nicht gleich. Werde jetzt fließend. Heb ab und richte dich auf. Tief. Heb ab. Spreize deine Finger, wenn du dich abstützt. Bleib hier. Spür mal das Ziehen. Komm nach vorne. Schau wieder, dass die Schultern über den Handgelenken, die Hüfte über deinen Knie ist. Spreiz die Finger weiter auf. Heb dein Bein ab, beug es. Ran. Heben, strecken, absetzen. Nochmal heben, beugen, ran, heben, strecken. Spür die Muskulatur. Noch zweimal. Heben, beugen, ran, heben, strecken, ab. Letzter. Setz ab, setz die Fußaußenkante wieder auf den Boden. Gern stell wieder die andere Zehenspitze auf. Schieb dich tief und schieb dich weit nach vorne. Letztes Mal. Zurück in die Kindsposition, nimm die Hände zu deinen Füßen und lass los. So, dann machen wir noch was Schönes für den Rücken. Komm in den Vierfüßlerstand. Finger sind weit aufgespreizt, Handgelenke unter der Schulter, Knie unter der Hüfte. Konzentriere dich mal jetzt auf deine Schulterblätter, lass die Arme gestreckt und indem du dein rechtes Schulterblatt zur Wirbelsäule ziehst, heb deine rechte Handfläche ab, setz wieder tief. Zieh jetzt dein linkes Schulterblatt zur Wirbelsäule und setz wieder tief. Wir bewegen hier quasi ganz übertrieben unsere Schulterblätter.
übt das noch ein paar Mal, braucht man dann für die Übung. Umso mehr du dein Schulterblatt bewegen kannst, umso intensiver wird die Übung. Das waren die Hände und jetzt kommen die Beine. Knie sind ungefähr Hüft- bis Schulterbreit geöffnet. Und jetzt hebe mal nur deinen linken Unterschenkel ab. Zieh praktisch den rechten Unterschenkel, zieh die rechte Pobacke hoch und setz wieder ab. Ich drehe mich mal um. Heben. Ich hoffe, man sieht es. Vielleicht noch von der Seite. Heben und senken. Heben und senken. Okay, das kombinieren wir jetzt. Wir bleiben ganz langsam erstmal. Zieh das rechte Schulterblatt, heb den linken Unterschenkel ab. Setz wieder ab und wechsel. Halte die Bauchspannung, indem du das Steißbein eingezogen hältst. Werde mal schneller. Schau, dass du nicht gleich wirst. Nicht den rechten Unterschenkel und die rechte Hand abheben. Dann schau mal, wie schnell du krabbeln kannst. Blicke vor die Fingerspitzen. Und dann löse wieder. Setz dich kurz mehr auf die Zehen. Schüttel mal deine Hände aus. Spür mal, wir haben jetzt auch Stützkraft geübt. Bei der bleiben wir gleich nochmal. Finger weit aufgespreizt. Schultern sind über den Handgelenken. Ellbogen sind locker. Und die Ellbeugen drehen wir eher nach innen. Wir Frauen neigen gerne dazu, dass wir sie nach vorne drehen. Lass sie mal los. Nimm die Spannung raus. Knie sind unter der Hüfte. Stell einmal deine Zehenspitzen auf. Zieh dein Steißbein nach innen. Mach einen Katzenbuckel. Das ist die vorbereitende Übung. Lass wieder los. Und jetzt roll dein Steißbein ein. Beim nächsten Mal löse deine Knie. Und setz sie wieder ab. Lass den Rücken ruhig immer wieder los. Roll ein, gib ab. Wenn du möchtest, streck deine Beine, schieb mit den Händen den Boden nach vorne weg. Komm wieder mit den Schultern über deine Handgelenke, setz die Knie ab. Nochmal, einfach hier das Becken einrollen, Knie abheben. Oder du schiebst dich ganz in den herabschauenden Hund. Lass dir Zeit dabei. Noch eine Wiederholung. Kann man natürlich auch immer wieder üben. Jetzt legen wir die Unterarme ab und schieben den Knie ein klein wenig zurück. Wenn du möchtest, verklink die Finger. Bring deinen Kopf zwischen die Unterarme. Blick geht zwischen deinen Oberschenkeln durch. Roll dein Steißbein nach innen, heb deine Knie wieder ab. Und sink tief. Lass dir Zeit beim Aufbau oder wenn du möchtest, streck wieder die Beine fast durch. Wichtiger ist der gerade Rücken und lass wieder los. Drei Wiederholungen noch. Entweder geh in die komplette Position des Delfins oder heb nur deine Knie ab.
Lass dir aber Zeit. Auch hier ist okay, wenn du hältst. Setz dich zurück. Bring die Hände zu deinen Füßen. Leg deine Stirn ab. Aus dieser Position mach deine Arme noch mal lang. Grab ein bisschen weiter nach vorne, stelle Zehenspitzen auf. Schieb den Po bewusst Richtung Fersen. Leg deine Stirn ab. Nimm jetzt deinen rechten Arm oder deinen hinteren, setz die Hand auf Schulterhöhe und versuch mal den kompletten Arm abzulegen und der Blick kommt zu mir nach vorne. Mit jeder Ausatmung sink in den Boden. Zurück und wechsle. Bring den vorderen Arm zu mir, versuch abzulegen und schau weg von mir. Beide Arme bleiben gestreckt. Komm wieder in die Ausgangsposition. Langsam nach oben, lass die Zehenspitzen aufgestellt, setz dich ab. Ganz eine tolle Übung ist, jeden Tag einmal mehrere Minuten auf den Zehen zu sitzen. Dann werden die Zehenfaszien auch wieder ein bisschen gelockert. Nimm jetzt deine Finger weit aufgespreizt, wie so ein Cupcake, stell die Fingerspitzen ab. Roll auf deine Fußballen, drück mit deinen Ellbogen die Knie zusammen. Setz jetzt deine Füße ab, streck deine Beine einmal ganz durch, spüre Dehnung der Rückseiten. Finger kommen wieder zum Boden und setz deine Knie wieder ab, richte dich auf. Noch dreimal, ganz langsam in deinem Tempo. Wenn du die Beine streckst, müssen die Finger nicht am Boden bleiben. Lieber ist mir, du streckst die Beine durch und der Oberkörper kommt höher. Wenn du tief kommst, kannst du die Finger wieder auf den Boden absetzen. Komm zurück. Wichtig hier, den Oberkörper über die Fersen zu setzen, um die Zehen zu dehnen. Noch zwei Wiederholungen. Lass dir Zeit. Spür jede Position. Letzte Wiederholung. Kommen wir mit dieser Übung hoch, setz deine Fußsohlen ab, streck die Beine, öffne mal die Füße hüftbreit für einen besseren Stand, streck beide Beine durch, nimm mal deine Hände auf den Rücken, verklinkte Finger, wenn du möchtest, streck die Arme
lass dich hier einfach hängen. Wenn es unangenehm ist, leg deine verklinkten Hände einfach am Po ab und lass die Ellbogen leicht nach außen sinken. Versuch die Beine zu strecken und bring das Gewicht minimal mehr nach vorne auf die Fußballen. Dann löse deine Hände. Setze mal die Hände oberhalb der Knie auf, beug die Beine. Mit langem Rücken richte dich langsam auf. Streck die Arme durch. Und steh ganz auf. Komm in einen weiten Stand und schwing dich aus. Beug die Beine dabei. Lockere dich wieder ein bisschen aus. Schließ die Beine, heb die Arme, mach dich lang, zieh dein Steißbein ein und bring den Blick zum Himmel. Atme mal in den Bauch, spür mal, wie der Bauch dehnt. Und dann lass langsam los. So, das war's schon wieder. Heute.